Hi, ich bin Iris und heute soll es um fünf gehypte New Adult Bücher gehen, die ich nicht lesen werde. Und welche das sind, das erfahrt ihr jetzt. Also ich habe gleich zwei von einer Autorin. Und ja, das erste ist Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Und in dem Buch, also das hat glaube ich jeder mitbekommen, geht es um ein Mädchen, das in der Bibliothek, glaube ich war es, anfängt zu arbeiten und dort einen Jungen kennenlernt, mit dem sie sich dann doch irgendwie versteht und keine Ahnung und irgendwie bandeln die an. Und ich habe von der Autorin Laura Kneidel noch nie was gelesen, aber ihre Bücher werden extrem gehypt. Nur habe ich das, also ich weiß nicht, ich habe ein Problem mit ihren Büchern. Die sprechen mich einfach nicht an und auch vom Inhalt her, ich habe dann natürlich über Ecken ein paar Sachen über die Bücher erfahren, wie beispielsweise, dass unsere Protagonistin irgendwie, ich glaube von ihrem Stiefvater oder sowas, sexuell misshandelt wurde, als sie noch jünger war. Und das sind so Themen, die sprechen mich einfach nicht an. Und deswegen ist es unter anderem ein Buch, das ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht lesen werde. Und genau deswegen ist auch diese Liste drauf. Und das zweite Buch, das erst vor kurzem rausgekommen ist und von dem bestimmt jeder schon gehört hat, ist Someone New von Laura Kneidel. Und dieses Buch, da war ich sogar in Versuchung, es zu lesen. Aber ich habe mir jetzt sehr, sehr viele Rezensionen angeschaut und habe auch mittlerweile mitbekommen, worum es in dem Buch geht. Generell, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, dann ne, am besten, ihr habt die Bücher schon gelesen. Aber Someone New von Laura Kneidel, da geht es ja anscheinend um dieses Transgender-Thema. Aber nicht ganz. Also es sollen ja ganz, ganz viele Themen aufgegriffen werden, wie beispielsweise Homosexualität, eben dieses Transgender-Ding. Ich weiß nicht, ob da auch noch irgendwas mit Übergewicht drin war oder sonst was. Also ich weiß nicht ganz genau, was da alles für Themen drin vorkommen, aber es kommt genau dieses Schwarz- und Weiß-Thema, also Rassismus. Das sind so Themen, die kommen drin vor, die werden aber nicht wirklich durchgekaut, so wie ich das mitbekommen habe, weil die Autorin das irgendwie schon so als selbstverständlich sieht, was jetzt für so Landeier wie mich, also klar weiß ich auch, dass es sowas gibt, aber ich kenne keine einzige Transgender-Person, ich kenne keine Leute, die nur homosexuell sind. Also ich kenne, wenn dann, Leute, die bi sind. Aber ne, wisst ihr, was ich meine? Das sind einfach so Themen, mit denen werde ich im Alltag nicht konfrontiert. Und wenn ich dann ein Buch lese, in dem solche Themen drankommen, dann möchte ich schon, dass die durchgekaut werden. Ich möchte, dass ich, also wenn es ein Buch gibt, in dem, also so ein New Adult Buch, wo es wirklich nur um dieses Transgender-Thema geht, würde ich das mega gern lesen, weil das Thema an sich finde ich extrem interessant. Aber vor allem ist das auch ein Thema, das könnte man super in der New Adult-Geschichte mit verzwicken und das echt richtig gut machen. Nur, wie gesagt, spricht mich halt dieses Buch von Laura Kneidel nicht wirklich an, weil ich mir denke, das wird dann vielleicht erwähnt. Also ich habe ja irgendwie schon mitbekommen, dass da auch gespielt wird, dass er anscheinend erzählt, dass seine kleine Schwester einen Autounfall hatte und so. Und dass irgendwie, also seine kleine Schwester, das soll halt ihn implizieren von damals, als er eben noch ein Mädchen war. Und sowas. Also es ist zwar gut gemacht, aber ich weiß nicht, inwieweit das aufgegriffen wird. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das Buch lese, dann wird es nicht genug sein. Und deswegen halte ich mich auch lieber von diesem Buch fern, weil ich glaube, ich werde davon dann ja nicht wirklich begeistert, sondern eher enttäuscht. Wenn ich ein Buch lese mit so einem Thema, dann habe ich natürlich solche Erwartungen, weil ich möchte, dass dieses Thema aufgegriffen und mich flasht und irgendwie dann noch begeistert und ich dann Feuer und Flamme ja dafür bin. Und ich glaube, das wird dieses Buch nicht schaffen. Deswegen lasse ich auch davon lieber die Finger, auch wenn ich weiß, dass es extrem gehypt ist. Das nächste Buch ist Save Me von Mona Kasten. Und zwar habe ich ja die, also ich glaube, das hängt auch allen von euch schon mittlerweile zum Hals heraus, weil ich das schon so oft erwähnt habe. Aber das ist auch wieder eine Reihe, die ich einfach nicht anfangen werde. Mir hat ja schon die andere Reihe von ihr, die extrem gehypt wurde und noch ein bisschen mehr als Save Me, also zu dieser Begin Again und Trust Again und Feel Again Reihe, da gab es ja nur gute Meinungen oder so gut wie nur gute Meinungen. Und bei Save Me war das dann doch ein bisschen durchwachsener und auch die, die jetzt die andere Reihe total gehypt haben, waren nicht mehr so überzeugt. Aber ich glaube einfach, es wäre nicht ganz meins. In dem Buch geht es um ein Mädchen, das kommt auf so eine Schule, die anscheinend für die High Society gedacht ist und sie ist halt eher, keine Ahnung, ob sie das durch ein Stipendiat bekommen hat oder sonst was, aber sie ist halt so ein kleines Küken, das da hinkommt und eigentlich nicht dorthin gehört. Und sie ja, kriegt halt eben mit, wie ein Mädchen mit einem Lehrer was hat und das, also der Bruder von diesem Mädchen ist halt anscheinend so der Typ, auf den sie fliegt und ja, irgendwie kommen sie dann dadurch so zusammen, ne? Ihr wisst schon, es soll anscheinend sehr, sehr viel Drama und sehr viel auch irgendwie, ja, kindischer oder nicht kindischer, aber halt jugendlicher sein als jetzt die andere Reihe von Mona Kasten und ich glaube, das wäre jetzt nicht ganz so meins. Von daher lasse ich auch lieber erstmal von der Reihe die Finger. Dann konnte ich mich nicht wirklich für ein Buch entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal, welches nehmen wir? Und damit meine ich eigentlich alle Bücher von Colleen Hoover. Ich habe das gehypteste, weil ich Lektenliebe von ihr schon gelesen und ich fand es gut.
Es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt eben nur gut. Und ich glaube, von Colleen Hoover gibt es halt einfach nur diese Hardcore-Fans und die Leute, die es okay finden und dann halt auch noch die, die es jetzt nicht wirklich mögen. Und ich glaube, ich bin halt einfach nur eine, die es okay findet und ich bin nicht hyped auf diese Bücher. Also wenn da ein neues rauskommt, dann interessiert es mich eigentlich nicht. Die Autorin, die schafft es einfach nicht, mich zu, ja, so zu begeistern, dass ich halt ein extrem krasser Fan werde, so wie beispielsweise Clara, die feiert die Bücher extrem. Oder es gibt noch so viele andere Leute, die extrem verschossen in diese Bücher sind, aber ich weiß, dass die mich einfach nicht so umhauen wie die Leute, die es hypen und die Leute, die da wirklich Hardcore-Fans sind, sage ich mal, und die Bücher lieben. Und von daher lasse ich auch von den Büchern von Colleen Hoover erstmal die Finger, es sei denn, es kommt natürlich wieder ein Thema, was mich ja interessiert. Aber Colleen Hoover ist halt auch eher wieder so ein, ja, wie soll ich sagen, Typ, der sehr mit den Emotionen spielen möchte. Bei mir funktioniert das aber bei ihr komischerweise nicht. Für mich ist es dann eher ein bisschen langatmig und die Geschichte, die ja zieht sich für mich hin und mit solchen Büchern tue ich mich schwer, weil wenn die emotional sind, kann es halt, also wenn die mich emotional nicht packen, dann ist es langweilig. Und deswegen, na, muss es halt natürlich auch was Emotionales sein, was mich erreicht. Wie beispielsweise bei Brittany C. Cherry, die erreicht mich mit ihrer emotionalen Schreibweise. Bei Colleen Hoover sieht es allerdings anders aus, weil mit ihren, ja, Büchern komme ich nur bedingt zurecht. Deswegen lasse ich auch von ihr erstmal die Finger. Und die letzte Reihe für dieses Video ist, ja, wie kann es anders sein? Ich glaube, ich bin die Einzige, die noch nicht über diese Bücher gesprochen hat. Redwood Love. Yay, von Kelly. Wie heißt die? Morgan Kelly? Keine Ahnung. Ich habe mir den Namen von der Autorin nicht aufgeschrieben. Ich habe das nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall ist es ja die Reihe, wo es um diese, also so eher ländliche Gegend und es geht um Tierärzte und die, ich glaube, im ersten Buch war es so, dass die Protagonistin eine Tochter hat, die Autistin ist und ja, die lernt dann irgendwie den Tierarzt kennen, weil die einen Hund hat und der halt, glaube ich, so ein bisschen krank ist, wie auch immer. Auf jeden Fall lernen die sich da so kennen, ne? Es soll anscheinend sehr, sehr bewegend sein und es gibt viele Leute, die es extrem feiern. Ich habe aber allerdings die Befürchtung, dass dieses Buch. Also ich mag Drama, ich mag viel Drama und ich brauche auch viel Drama. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Buch halt eher was Nettes für zwischendurch wäre, aber jetzt nichts, was mich extrem begeistern und packen wird und mich dann in Tränen aufgelöst zurücklässt, sondern halt eher, eher was Nettes ist, weil ich brauche da wirklich viel Drama und ich glaube, das wird eher langweilig, langatmig für mich sein. Auch wenn ich das mega cool finde mit diesen Tierärzten und mit der autistischen Tochter, weil das Themen sind. Die habe ich jetzt genauso wie dieses Transgender-Thema nicht in jedem Buch drin. Ich habe halt die Befürchtung, dass es für mich zu langweilig wird, beziehungsweise zu langatmig. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Das wäre quasi so ein Try-Try, aber na, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass es so gehypt wurde, aber es ist halt einfach, nee, ich glaube, das wird mir nicht gefallen und deswegen werde ich auch dieses Buch erstmal liegen lassen. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann sage, okay, hey, probier es mal, es wurde so gehypt, vielleicht gefällt es dir auch, aber in nächster Zeit wohl eher nicht und ja. Dann würde ich sagen, das war das letzte Buch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr auch Bücher habt, wo ihr denkt, okay, die wurden extrem gehypt, aber ich glaube nicht, dass ich es lesen werde, dann schreibt mir auch diese gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.